Willkommen meine Damen und Herren in der neuen Woche und zu einem neuen Video. Die letzte Woche war Elo-Gain-mäßig recht durchwachsen bei mir. Wir haben schön Plus geholt und auch wieder schön Minus eingefahren, wieder ein bisschen Plus geholt und so weiter und so fort. Was uns dabei aber direkt aufgefallen ist, ist, dass die Spiele extrem knapp werden. Sie sind deutlich öfter sehr knapp und wir haben viel mehr Overtimes als noch vor 2-3 Monaten. Haben die Volvissimos möglicherweise etwas am Matchmaking-System verändert? Darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Let's go! Das glaube ich dir gerne. So Leute, Forza ist fertig runtergeladen. Wollen wir mal eine Runde starten? Wie man in dieser Ansicht gut erkennen kann, haben wir in den letzten 8 Spielen öfter auf die Nase bekommen, als dass wir gewonnen haben. Nichtsdestotrotz kann man bereits hier in dieser Auswahl, und ich weiß, die Facecam ist drüber, hier ist ein 13-7-Lose und hier ein 13-3-Lose, kann man sehr gut erkennen, dass wir alleine bei diesen 8 Spielen 3 Overtimes hatten, also fast die Hälfte. Darüber hinaus würde ich als knappes Spiel ein 13-10 und natürlich vor allem ein 13-11 zählen. Somit haben wir 6 sehr knappe Spiele und 2, da muss ich mal kurz reinlunzen, ja, da wurden wir einfach gefickt. Ich sehe gerade bei den Wins, bei den 3 Wins, die wir eingefahren haben, war ich jedes Mal oben. Im Chat kriege ich immer gesagt, ich soll mich doch mehr anstrengen, dann werden wir auch öfter gewinnen. Das kann doch nicht wahr sein. Nee, wir haben auch Loses, wo ich oben stand. Komm schon, um Gottes Willen. Ah, naja. Uns ist vor allem in den letzten 2 Wochen aufgefallen, dass wir viel mehr Overtimes haben und viel mehr knappe Spiele haben. Natürlich werden wir manchmal auch noch überfahren oder überfahren auch mal jemanden, aber das ist echt selten. Ich glaube, vorletzte Woche hatten wir direkt zum Streamstart am Donnerstag im Midgame ein Spiel, da haben wir hätten ein 13-0 machen können, haben ein bisschen verkackt und war es halt ein 13-1 oder 13-2. Und ich glaube, freitags hatten wir ein Spiel, aber da hatten die Gegner technische Probleme, da haben die in der 4., 5. Runde aufgegeben. Okay, sowas passiert natürlich mal und logischerweise werden wir auch mitunter mal richtig weggefickt und sind halt einfach nach 13-3, 13-7 oder 13-5 halt weg. Entweder weil wir reingekackt haben oder bei uns irgendwelche technischen Probleme vorgelegen haben, einer fliegt raus, kommt nicht mehr zurück. Aber die Spielqualität bzw. die Matchmaking-Qualität ist bei uns seit, ich würde sagen, mindestens einen Monat nochmal ein gutes Stück angestiegen. Ich hatte darüber schon mal geschnackt in einem Video so nebenbei, dass die Matchmaking-Qualität bei uns relativ angenehm ist oder besser geworden ist, aber jetzt scheint sie nochmal ein paar Schippen draufbekommen zu haben. Natürlich habe ich da auch im Stream schon drüber geschnackt und auch mit einzelnen Leuten geschrieben und im Moment ist es so, dass der Großteil sagt, ja, es ist ganz gut oder halt besser, beziehungsweise manch einer findet es ja gar nicht so gut, wenn ein Spiel ausgeglichen ist, aber ich würde behaupten, das beste Matchmaking hast du genau dann, wenn du ein Kopf-an-Kopf-Rennen hast die ganze Zeit, weil dann heißt das, dass das Gegnerteam ungefähr so gut ist wie du, beziehungsweise dein Team und du. Und darauf kommt es ja eigentlich an. Man möchte ja nicht gegen einen sehr schwachen oder sehr starken Gegner spielen, sondern man möchte ungefähr gleich stark sein und sich jeden einzelnen Sieg, also jede einzelne Runde erkämpfen müssen. Und da fällt mir zum Beispiel das High Game von letzter Woche Freitag ein. Wir gewinnen eine Runde, die gewinnen eine Runde, bap, 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 die ganze Zeit hin und her. Man hat sich nichts geschenkt gegenseitig und musste wirklich für jede Runde verschissen nochmal kämpfen. Und ich hoffe, dass ich nicht der Einzige bin, der sagt, dass diese Spiele die besten sind, bei denen man richtig reinschwitzen muss. Klar, wenn du fett verlierst und dann mal einen 13-0-Win einfahren kannst, ist das auch ganz nett. Ja, aber wenn du frisch reingehst, also du hast keine Lose- oder Win-Streak hinter dir, dann finde ich zumindest, ist es am geilsten, wenn du ein wirkliches Schwitzspiel, viele verbinden mit, ah, die schwitzen so rein, ja auch so viel Negatives. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, wenn man einfach ein Spiel hat, bei dem man sich als Team auch anstrengen muss. Diese Spiele häufen sich bei uns in letzter Zeit sehr. Jetzt könnte das natürlich einfach nur ein Zufall sein, worüber ich mich zum Beispiel auch gleichzeitig oft beschwere seit ungefähr einem Monat, ist, dass diese lockeren Spiele fast gar nicht mehr da sind. Also bei denen man sagt, ach guck mal die Gegner, meine Güte, wir können Only Knife spielen, wir gewinnen sowieso. Die Spiele waren früher deutlich öfter als jetzt. Logischerweise sind auch gleichzeitig die Spiele weniger geworden, bei denen wir komplett überfahren werden. Klar. Also es scheint zumindest so, als hätte sich irgendwas getan. Und da ich in dieser Hinsicht so ein bisschen die Fühler ausstrecken möchte, mache ich genau dieses Video, um euch zu fragen, um dich zu fragen, wie ist es bei dir im Moment? Haben sich die Spiele gehäuft, die, ich sag mal, ja, ausgeglichener sind oder wirst du öfter als früher ultra krass überfahren? Natürlich wäre es wichtig zu wissen, ob man Solo, Cute oder 5-Mann-Queue halt reinsucht, weil wir sind immer zu 5. Also der beste Vergleich wäre wahrscheinlich der von jemandem, der auch immer zu 5 reingeht. Klar, Solo-Queue hat da nochmal seine ganz anderen Problematiken. Da kann es ja einfach schon intern so scheiße sein, dass man deswegen ultra krass verliert. Ja, das könnte man vielleicht bei einem Extrem auch mit dazu schreiben. So wie bei meinem, ich sag mal, Extrem jetzt auch. Wir sind immer zu 5 unterwegs und erleben, dass wir in diesem 5-Mann-Stack deutlich bessere Spiele bekommen. Aber wohlgemerkt nicht meine Wenigkeit plus 4, die immer gleich sind, sondern ich spiele immer mit 4 Zuschauern. Jedes Spiel, bap, 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 neue 4 random Zuschauer aus dem Stream. Ich habe also keinen festen Squad, sondern ich spiele immer mit 4 neuen Zuschauern, mit 4 anderen Leuten. Wir sind aber zusammen im Teamspeak und sind auch, bevor das Spiel losgeht, halt schon in der Lobby. Also wir queuen zu 5 rein. Ja, wie eben schon gefragt, wie sieht das bei euch aus? Ist es ähnlich? Ist es
weniger, sondern ihr habt viel mehr so ekelhafte Spiele, bei denen entweder ihr extrem herausstecht und locker gewinnt oder das andere Team. Ja, oder ist es einfach gleich geblieben? Haut's in die Kommentare, da lesen wir uns dort. Das Ganze ist natürlich wie immer mit dem heutigen Giveaway verbunden. Und jetzt, wo ich Giveaway erwähne, direkt hier Shoutout. Diese Woche ist das Desert Eagle Emerald Jüngsmund Giveaway offen auf Twitch. Also diese Woche kann man sich das Teil snacken. Am Dienstag, am Donnerstag und am Freitag. Ich streame jede Woche an diesen drei genannten Tagen. Dienstags ab 18 Uhr, donnerstags ab 18 Uhr, Freitag ab 20 Uhr. Kommt dran und macht mit. Aber jetzt machen wir noch das Giveaway hier. Und zwar gibt es heute für euch eine Farmers Rapid Eye Movement hier auf YouTube zu gewinnen. Die kann man gewinnen, indem man einfach die Frage beantwortet, die ich gerade gestellt habe, bezüglich der Spielqualität, der Matchmaking-Qualität. Sind die Spiele bei euch auch eher knapp oder sogar Verlängerung? Oder ist es ganz anders und lirum larum? Haut's in die Kommentare, dann seid ihr automatisch mit dabei. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann morgen im nächsten Livestream ab 18 Uhr oder im nächsten Video, falls ich davor noch eins mache. Mal gucken. Danke für die Kommentare und für die Likes. Ja, haut da rein und bis dann, later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen, dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.